Leute, in diesem Video stelle ich euch das neue Ray-Paket vor. Und zwar haben wir ein neues Rette die Welt-Bundle, wo wir einen exklusiven Skin bekommen. Rette die Welt, falls ihr noch Rette die Welt nicht hattet. Und zu dem Rette die Welt-Bundle gab es nochmal einen Trailer, den blende ich euch hier noch kurz mal ein. Die Schlacht verändert dich. Viel zu lang habe ich nur zugesehen. Das endet heute. Hier kommt eine neue Heldin. Ich heiße Ray und ich melde mich zum Dienst. Und bis jetzt habe ich mir noch keinen Rette die Welt Bundle geholt. Das ist das erste Mal, dass ich mir einen Rette die Welt Bundle hole, weil ich den Skin übelst fühle, weil jeder, der Rette die Welt spielt, kennt halt den kleinen Roboter Ray. Und den als Skin fühle ich übelst nice, denn Ray ist halt immer die, die uns bei Missionen sagt, was wir machen müssen und so weiter und so fort. Ich gebe jetzt nochmal alle Helden zurück, denn ich habe nicht genug Trainingshandbücher. Oder wie die heißen? Ja genau, Trainingshandbücher habe ich nicht genug. Und zwar ist sie auf episch, wie ihr seht, aber das ist gar kein Problem. Ihr könnt mit legendären Kraftquellen sie auf legendär machen. Mache ich jetzt auch. So. So, jetzt haben wir nochmal Trainingshandbücher bekommen. Ihr Vorteil ist Eliminierung mit Energieschaden, stellen 8,5 der fehlenden Schilde wieder her. Und später ist das noch dann mit Wurfstern, dass die mehr Schaden machen und so weiter. Finde ich sehr nice. So, jetzt gucken wir die mal die Fähigkeiten an. Und zwar Wurfsterne, Halbmondtritt und Kunai-Gewitter. Hört sich schon mal gut an, aber ich mag Drachenklaue mehr als Kunai-Gewitter. Oder Schattengranate. Trotzdem ist das ein nicer Held wegen dem Teamvorteil. Die werde ich gleich auf jeden Fall mal spielen. Mir fehlen wieder ein paar Handbücher. Ich will den auf 130 machen. Ein paar Trainingshandbücher fehlen mir. Und danach zeige ich euch den Skin in-game. So, jetzt habe ich ihn auf Level 130. Mit dem Skin in dem Bundle kommt natürlich auch noch eine Spitzhacke, die ich euch gleich zeige, und ein Backbling. Das Ding ist dieses Mal, normalerweise kommt da auch noch eine Waffe mit rein. Dieses Mal ist es so, dass ihr nur ein Skin, ein Backbling und eine Spitzhacke bekommt. Also ihr bekommt wirklich keine Waffe, die exklusiv ist. Finde ich sehr, sehr schade, denn ich dachte, man bekommt eine Waffe. Aber ich habe mir den Skin geholt. Da wusste ich schon, dass ich keine Waffe bekomme. Ich habe mir das dann nochmal genauer angeguckt. Aber trotzdem habe ich mir das Bundle geholt. Und das ist auch mein erstes Rette die Welt Bundle. Davor habe ich es halt als, ich sag jetzt mal, OG gespielt. Weil ich finde den Skin übelst nice. Passt perfekt zu Rette die Welt. Also lohnt sich trotzdem, auch wenn ihr keine exklusiven Waffen bekommt. Ihr bekommt trotzdem eure 1000 V-Bucks, exklusive Tickets und das Backbling und die Spitzhacke. Bei der Spitzhacke ist es so, wir hatten jetzt in keinem Rette die Welt Bundle eine Spitzhacke. Das heißt, die Spitzhacke dient als Ersatz für die exklusive Rette die Welt Waffe, die wir normalerweise bekommen bei jedem Rette die Welt Bundle. Ja, die Spitzhacke finde ich trotzdem sehr nice. Hat einen nice Effekt, wenn man draufschlägt. Backbling auch nice. Und was ich echt nie gedacht hätte, dass ein Roboter bzw. Roboray ein Ninja ist. Ich dachte, sie wäre Konstrukteur oder Entdecker oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob das so gut passt zu einem Roboter, aber trotzdem finde ich das übelst nice, denn ich spiele Ninjas sehr gerne und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Außerdem erhält man Roboray bzw. Roboray Starterpaket-Aufträge. Und zwar muss man hier tägliche Aufträge abschließen. 100 V-Bucks bekommt man, 100 Röntgen-Tickets, hier 3. Tägliche Aufträge 200 V-Bucks und 200 Röntgen-Tickets. Dann hier 5, genau das gleiche, 400 V-Bucks. Hier am Ende nochmal 400 V-Bucks, also da 300, hier 400. Das heißt, man kriegt insgesamt 1000 V-Bucks, indem man einfach jedes Mal die täglichen Aufträge macht. Und wer Rette die Welt schon früher hatte, der bekommt noch zu den täglichen Aufträgen V-Bucks und dann nochmal zu Roboray's Starterpaket Skin-Aufträge bekommt man dann auch nochmal V-Bucks für tägliche Aufträge. So, jetzt mache ich nochmal die tägliche Mission, denn ich wollte nochmal gucken, also ich weiß, was man mit den Röntgen-Tickets machen kann, aber um euch das zu zeigen, mache ich meine tägliche Mission, damit ich Röntgen-Tickets habe und euch zeigen kann, was man damit machen kann. Die Attacken sind ganz okay, habe ich gerade schon ausgetestet. Kunai, Gewitter, Wurf, Sterne und Halbmondtritt finde ich ganz okay, lässt sich gut spielen. Da sehen wir zum Beispiel Ray, wie die im Hintergrund redet. Das ist ein bisschen komisch, dass wir dann Ray gleichzeitig spielen. Finde ich einen sehr nice Skin. Ist auch mega stark eigentlich, dass man Leben bekommt, wenn man Energieschaden anrichtet.
Ihr habt ja gerade eben, habe ich euch eingeblendet, die Stimme von Ray gehört. Die finde ich echt ein bisschen gruselig bzw. komisch. Ist Ray etwa unzufrieden damit, dass sie jetzt ein Skin ist, bzw. sie war ja mal so ein kleiner Roboter und ist jetzt ein riesiger Roboter als Skin? Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, dass die Stimme so tief und heiser klingt, weil normalerweise ist Ray ja immer so fröhlich und so happy. Trotzdem finde ich die Optik von dem Skin mega nice. Ihr seht den Skin hier im Eimer mit der Waffe. Finde ich mega nice, die Optik, und würde ich mir auf jeden Fall holen, auch wenn er keine extra Waffe ist. Oh Mann, finde ich auch super. Fällt aber nichts draus. Ihr habt gerade Ray gehört, hört sich echt ein bisschen gruselig an, oder? Zumindest klingt sie echt müde. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Belohnung. Und ihr hört ja Ray gerade im Hintergrund. So, was bekomme ich hier noch? Gold, meine 50 V-Bucks für die tägliche Mission. Und nochmal die 100 V-Bucks, denke ich mal. Ja, genau, die 100 V-Bucks und die 100 Röntgen-Tickets, die wir gleich im Item-Shop bzw. im Rette-die-Welt-Shop einverwenden können. Was bekommen wir noch? Blitz in der Flasche, ja, ganz normal. Die ganz normalen Belohnungen. Jetzt gucken wir nochmal. Und zwar, ich habe ja jetzt gerade 50, nee, ich habe 100 bekommen. So, und ihr seht hier im Shop, wir könnten uns entweder jetzt so ein silbernes Lama holen oder das legendäre. Dafür brauchen wir aber 200 Röntgen-Tickets. Das heißt, spart lieber eure Röntgen-Tickets und holt euch das bessere Lama, denn das andere lohnt sich irgendwie gar nicht, weil das ist halt das normale 50 V-Bucks Lama, wo ihr nur grüne Sachen bekommt. Außer ihr seid ein Low-Level, vielleicht lohnt sich das dann für euch. Ich werde auf das legendäre sparen und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Atrix. I might just go psycho. Too many drunk white hoes. Said I won't, but I might though. Walking